So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored mit eurem Brammen. Als allererstes möchte ich das doch kurz direkt als Ankündigung nutzen. Und zwar ist es ja so, wie viele wissen, ich fahre morgen in Urlaub, und zwar 2 Wochen in die Türkei. Da ich euch aber trotzdem Dishonored natürlich geben möchte, ist es so, dass ich jetzt halt für wirklich 2 Wochen knapp Dishonored dann im Voraus aufnehmen werde, damit ihr es habt. Dadurch entsteht natürlich ein bisschen der Verlust, dass ich keine tagesaktuellen Themen habe, weil ich es halt wirklich in 2 Tagen jetzt durchkloppen werde, also zumindest die 2 Wochen Zeit, damit aber jeden Tag weiterhin mindestens auch 15 Minuten habe. Ja, damit ist das geklärt und damit können wir natürlich direkt wieder anfangen. Verdammt. Er hatte Dice. Die IP-Ausgang. Ich muss halt die beiden umlocken, oder? Eifersüchtig. Eins mal. Laut. Und dann sind wir wieder. Kurzes Spiel mal ein bisschen leiser gemacht. Das ist alles. Kann es nicht wahr sein, verfluchter Mist nochmal. Ja, dann sind wir noch unten. Der Hans da ist. Kinder und Mörder, die nicht gesättigt werden kann. Okay. Kümmern wir uns erst darum. Ich kümmere mich erst um das Artefakt. Da war was. Da war etwas. So, so. Was ist das denn für ein Raum? Sieht sehr blumig aus. Scheiße, wo kommst du jetzt rein? Gar nicht, oder? Nee, ich muss tatsächlich durch das Gebäude durch. Muss ich durch das Gebäude durch? Ich weiß es gar nicht. Kann ich hier lang? Zumindest sieht es nicht so aus, dass ich hier lang könnte. Frage. Der Hans da ist. Frage.
So eine Art Maske, sagte er. Konnte er nicht so gut erkennen. Hat er gesagt, was er wollte? Er hat wohl kein einziges Wort gesagt. Okay. Wir sind jetzt hier in der Vorlobby zumindest. Und du siehst einen Weiler. Weißt du, was ich glaube? Er ist einer von Dauds Männern. Die kämpfen auch so, wie ein Schatten. Wohl zu viele Schauermärchen gelesen. Du glaubst, ich habe Angst. Zitterst wie ein kleines Mädchen. Geh und spring von der Colvin-Brücke. Okay. Das war nichts. Das war nix. Wir warten jetzt aber, bis der seine Kurve gemacht hat. Und dann snack ich den weg. Ach, das darf doch nicht wahr sein. So, ich schaffen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Außer macht er den coolen Stift dabei, um Gegenstand zu klauen, meine ich. Ein Stift. Das Tischchen ist auch. So, was haben wir hier? Ein Beutel. Eine Tür nach draußen. Was ist da? Liest du mit was für Tschüss? Okay. Am Turm. Guck mal, da vorne ist ein Maskenfitzi. Wem sowas wohl gefällt, ist doch keine Kunst. Auch Salon. Okay. Was ist jetzt noch nicht repariert? Soll ich heute Abend sein, Lord Pendleton? Such's dir aus. Von mir aus der Oberaufseher. So betrunken war ich noch nie. Meine Freunde sagen, ich sehe wie Lady Boyle aus. Waverly? Das glückliche Flittchen.
Fände ich solche Kristalle auf meinem Grund und Boden, würde ich auch Feste feiern. Und mir den Gefallen des Lordregenten erkaufen, statt meine Cousins um Geld anzubetteln. Ich wollte sie nicht verärgern, mein Herr. Warte, warte. Wenn ich es mir überlege, solltest du dich wie sie anziehen. Ja, ich werde ihr eine Lektion erteilen. Mit Vergnügen, mein Herr. Soll es in weiß oder schwarz sein? Oder rot vielleicht? Lass mich nachdenken. Warte. Waverly stand immer auf schwarz. Oder war das Lydia? Wie krieg ich denn jetzt tot? Oder zumindest. Wie mache ich das denn jetzt? Irgendwas nicht geschafft. Fuck, yeah. Was ich von hier aus machen soll. Keine Mühe mehr. Aber Moment, ich kann mal ganz kurz Kräfte. Es gibt in den Knochen doch Kräfte, oder? Diesen Angriff. Ah, verdammt. Diesen... Ne, das muss man kaufen. Genau. Hier, Kampfbetäubungsarmbrustbolzen. So, Schnucki. Da hat er einen Abgang gemacht. Upsala. Wir laden nochmal. So nicht. Ach so. Ich hab sogar die beiden jetzt hier. So. Okay, der ist auch schon weg. Der können wir das ja nochmal probieren. Wer soll ich heute Abend sein, Lord Pendleton? Such's dir aus. Von mir aus der Oberaufseher. So betrunken war ich noch nie. Meine Freunde sagen, ich sehe wie Lady Boyle aus. Waverly? Das glückliche Flittchen. Fände ich solche Kristalle auf meinem Grund und Boden, würde ich auch Feste feiern. Und mir den Gefallen des Lordregenten erkaufen, statt meine Cousins um Geld anzubetteln. Ich wollte sie nicht vererben, mein Herr. Warte, warte. Ja, wenn ich es mir überlege, solltest du dich wie sie anziehen. Ja, wer sie halt. Bis? Mit Vergnügen, der mein Herr. Curtis. Soll es in weiß oder schwarz sein? Ja, oder rot vielleicht? Lass mich nachdenken. Waverly stand immer auf schwarz. Na, komm schon. Oder war das Lydia? Guck deine scheiß Dings an und lauf darüber. Los, lauf darüber.
Nussbitch, lauf darüber, lauf darüber, lauf darüber. Ach du Motherfucker, jetzt lauf doch endlich darüber. Bitte helft mir! Der Hals da ist. Nicht wirklich überzeugen, Kunst hinter dem Tresor kommt. Oh! Der Kunsthändler hätte mir... Ja. Scheiß drauf. Fuck, ey. Den nächsten Mord werde ich dann in der nächsten Folge aushören. Also, haut rein!